Hallo CFC-Fans, wir melden uns hier aus dem Wintertrainingslager des Chemnitzer FC aus dem Siegestar Resort Hotel. Ab heute halten wir euch täglich über die Geschehnisse hier auf dem Laufenden. Neben Tortis Trainingslager-Tagebuch führen wir, das sind der Flo und meine Wenigkeit, der Torti, täglich ein Interview mit Spielern, Offiziellen, Funktionsteam und so weiter, um euch bestmöglich am Trainingslager teilhaben lassen zu können. Heute sind unsere Einladungen folgende Spieler gefolgt. Unser Mannschaftskapitän Dennis Grote. Hallo. Unser Flügelflitzer Paul Milde. Hallo. Und unser Winterneuzugang DJ Bayreuther. Hallo. Herzlich willkommen euch dreien. DJ, dich möchte ich zunächst ganz herzlich und besonders hier begrüßen. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Wie und wann kam der erste Kontakt zum CFC zustande? Der Kontakt kam zustande über Thomas Sobotzik. Er hat ja auch ein paar Spiele für die Eintracht auf dem Buckel und kennt mich auch schon länger aus der Jugend und hatte sehr gute Gespräche mit ihm. Schön. Und was waren dann die ausschlaggebenden Gründe, dass du dich für den Chemnitzer FC entschieden hast und dich auch gleich anderthalb Jahre an uns gebunden hast? Erstmal denke ich die Spielzeit. Gerade für junge Spieler ist es wichtig, viel zu spielen. Und er hatte auch ebenfalls gute Gespräche mit dem Trainerteam und ja, bin sehr positiv überzeugt. Wie waren deine ersten Tage beim CFC? Wie bist du aufgenommen worden? Ich bin überraschend, was heißt überraschend? Ich wurde sehr gut aufgenommen von der Mannschaft. Ich kenne ja auch ein paar Spieler, so wie den Christian Tag. Und ja, die haben mir es leichter gemacht. Auch ein paar Worte von den älteren Spielern, die mir dort geholfen haben. Und ja. Hört sich da gut an. Nachdem ihr in Chemnitz nun das Grundlagentraining absolviert habt und ja, nun ist ja hier das Trainingslager in der Türkei, das klingt so ein bisschen nach Urlaub, aber ich glaube, weit daneben, oder? Nee, Urlaub ist es jetzt nicht so. Wir bereiten uns auf die Saison vor, wollen die Grundlagen legen und Gas geben. Du hast die Mannschaft und den Trainerstab mittlerweile schon etwas kennengelernt. Wie schätzt du das Leistungsvermögen des Teams ein? Und wo siehst du dich in der Rückrunde? Ich denke, wir haben ein sehr gutes Team mit vielen erfahrenen Spielern, aber auch jungen Spielern, so wie mir. Und ich denke, die jungen Spieler können sehr viel abgucken von den erfahrenen und älteren Spielern. Also ich denke, das ist eine gute Mischung. Bei den Heimspielen im Stadion an der Gellertstraße herrscht stets eine besondere Atmosphäre. Haben deine Mitspieler dir schon davon erzählt und freust du dich aufs erste Heimspiel? Auf jeden Fall. Ich hatte viele Eindrücke, habe mir auch genug Videos angeguckt und die Spieler haben mir auch genug davon erzählt und jetzt möchte ich es endlich erleben. Wunderbar. Ja, danke dir schon mal für deine Worte und wir wünschen dir natürlich wirklich alles, alles Gute und dass du dich weiter gut einfindest. Dankeschön. Ja, Paul, du gehörst mit deiner 8-monatigen Vereinszugehörigkeit ja fast schon zum Inventar in dieser Mannschaft. Ja, als du in der schwierigen Phase in der letzten Saison mit dem Abstieg und der Insolvenz vom CFC angesprochen wurdest, was waren deine ersten Gedanken? Also jetzt ganz ehrlich. Wurde ich in der letzten Saison, wo ich mal Faustin gespielt habe, nicht groß angesprochen, ja, weil auch relativ spät dann, sage ich mal, der Wechsel zustande gekommen ist. Generell muss ich ehrlich sagen, konzentriere ich mich auf den Fußball, ja, auf den Sport. Ich denke mal, das macht auch die ganze Mannschaft so. Diejenigen, die damit vertraut sind und das in der Hand haben, denen vertrauen wir, ja, dass die ihre Sache genauso gut machen wie wir bis jetzt, sage ich mal. Ja, und von daher blenden wir das so weitestgehend aus und konzentrieren auf uns. Okay. Ja, nun seid ihr durch die Hinrunde mit einer großartigen Siegesserie marschiert. War das abzusehen? Nein. Also im Fußball kann man, denke ich, sowas nie absehen. Ja, es war schon was Besonderes, was wir da geschaffen haben. Wir nehmen es gerne mit, ja, aber wir wissen auch, dass wir jetzt, wie wir jetzt schon aktuell hier und auch vorher, genauso hart wieder arbeiten müssen, ja, um Ähnliches zu schaffen eventuell. Ja, und selbst wenn es nicht das genau dasselbe wird, wissen wir, wie gesagt, dass wir arbeiten müssen, dass wir jedes Spiel von Beginn an alles reinschmeißen müssen, ja, um es dann vielleicht am Ende oder um uns dann am Ende zu belohnen. Du hast auch verschiedene Positionen zum Erfolg beigetragen. Fluch oder Segen, ein Allrounder zu sein? Also als Allrounder würde ich mich nicht bezeichnen. Ja, ich denke, man gibt auf der Position, wo der Trainer aufstellt, immer alles, ja, um dem Team bestmöglich zu helfen. Das habe ich versucht, das habe ich getan. Ja, mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Wie gesagt, man nimmt es an, ja, versucht da zu helfen, so gut es geht. Und das ist die Aufgabe, die man als Spieler dann hat. Ja. Und wie siehst du die Restsaison? Schafft der Chemnitzer FC die direkte Wiederkehr in die dritte Liga? Darüber mache ich mir jetzt persönlich noch keine Gedanken. Ja,
Es klingt zwar immer sehr klischeehaft, aber es ist wirklich so. Ja, wir denken von Spiel zu Spiel, was die beste Variante wahrscheinlich ist. Ja. Fokussieren uns da jede Woche aufs Neue. Und ich denke, wenn wir das zu 100% machen, dann, wie gerade schon gesagt, könnten wir uns am Ende vielleicht belohnen. Bist du denn auch mit deinen Einsatzzeiten in diesem starken Kader zufrieden? Ja, absolut. Also ich denke, das ist das auch ein sehr positives Zeichen bei uns im Kader, dass wirklich jeder hinter der Mannschaft steht, egal ob er jetzt mehr gespielt hat oder weniger gespielt hat. Ich persönlich bin absolut zufrieden. Klar, mehr geht immer. Ja. Aber ich denke, wir sind auch alt und reif genug, um zu verstehen, dass man vielleicht selber mal eine schlechte Phase hat und das dann andere spielen. Das ist völlig normal, das ist Fußball. Ja. Und von daher, wie gesagt, ist man auch nicht böse, ja, wenn es mal nicht ist. Aber der Wille ist bei jedem da, immer zu spielen. Und von daher passt das ganz gut. Und morgen ist, glaube ich, auch ein besonderer Tag für dich. Du wirst 24 Jahre jung. Ja. Na gut, jung steht jetzt hier, aber ich würde auch sagen alt. Ja. Ab wann startet die Party? Wo soll man hinkommen? Ja, Party gibt es nicht. Würde es auch zu Hause nicht geben. Ja, ich bin nicht so der Party-Typ. Ja, es wird ein Tag wie der andere. Sicherlich ein bisschen anders, da wir in der Türkei sind, nicht zu Hause. Ja, also Familie relativ weit weg. Aber so gesehen, die zweite Familie ist ja mit hier, mit den Jungs. Ja. Ja, und mir reichen da schon die Glückwünsche aus, ein guter Tag, ein gutes Training und dann bin ich auch zufrieden. Ja, vielen Dank für das Interview, Paul. Wir wünschen dir dann morgen noch einen wunderbaren Tag. Ja, danke. Und lass dich dann feiern. Dankeschön. Ja, Dennis, unser Mannschaftskapitän, einer von den dreien, der uns aus dem Kader des Vorjahres erhalten geblieben ist. Und du hast ja die schlimme Zeit des sportlichen Abstiegs und der Insolvenz live miterleben müssen. Und kannst du uns mal an deinen Gedanken und Sorgen aus der Zeit so teilhaben lassen? Was geht denen an vor? Ja, das war natürlich für uns alle damals keine schöne, keine einfache Zeit. Sportlich lief es schon nicht mehr so, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, dann kam diese relativ plötzliche oder kurzfristige Insolvenzgeschichte dazu. Aber letztendlich muss man sagen, jetzt im Nachhinein, dass ja, mit dem ersten Tag der Verkündung und der ganzen Aufarbeitung der Geschehnisse, man eigentlich durchweg ein positives Gefühl hatte. Also der Insolvenzverwalter und auch dann die ja, neue Geschäftsführung, die das dann ja, im Laufe der Zeit übernommen hat, hat einem eigentlich von Anfang an ein gutes Gefühl gegeben. Und ja, so ist es eigentlich aus der schwierigen Zeit, aus schlechten Gefühlen relativ schnell wieder ja, die Hoffnung irgendwo gekommen, dass es hier auch in vernünftigen Bahnen weitergehen kann. Hm. Ja, deine Familie wohnt ja mittlerweile im fernen Wettringen. Beim CFC ging so ziemlich alles den Bach runter und du bist trotzdem hier geblieben. Was hat dich dazu bewogen, mit dem CFC den Neuanfang zu wagen und wie viel Anteil hat vielleicht das Trainerteam an dieser Entscheidung? Ja, erstmal habe ich mich dafür entschieden, auch hier zu bleiben, weil ich auch im letzten Jahr schon relativ viel Verantwortung hatte. Ich war in vielen Spielen, wo Marc Endres dann auch verletzt war, Kapitän. Und ja, mit dem Trainerteam sind viele Spieler von Anfang an sehr gut klargekommen. Wir haben in dem ersten Trainingslager letztes Jahr in Spanien, wo der Trainer dann neu war, sehr viele gute Gespräche gehabt. Das war von Anfang an ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Und der Trainer in Verbindung mit Sreto und dann auch mit Thomas Sobotzing haben sicherlich eine große Rolle dabei gespielt, dass Frani und ich auch noch da sind. Du bist ja als Kapitän der Kopf der Mannschaft. Und im Sommer wurde nahezu die komplette Mannschaft ausgetauscht oder neu zusammengestellt. Und da müssen natürlich viele Spieler integriert werden. Das ist keine leichte Aufgabe, daraus eine funktionierende Einheit zu formen. Und wie unterstützt oder wie kann ein Kapitän die Trainer dabei unterstützen? Was kann man aktiv einbringen? Wer packt da noch mit an? Ja gut, die Trainer sind natürlich erstmal dafür verantwortlich, dass das Ganze auf dem Platz funktioniert. Jetzt wir Kapitäne, ich sage jetzt mal Frani und ich, die dann hier geblieben sind, haben das dann so ein bisschen in die Hand genommen, abseits des Platzes in vernünftige Bahnen zu lenken. Aber ich muss auch sagen, dass es, ich glaube, das hat Paul eben schon angedeutet, auch für uns auch keine so richtig schwierige Aufgabe war, weil wir einfach ja, 20 sehr gute Charaktere haben, die sich jeder in ihrer Rolle dann auch vernünftig eingebracht haben von Anfang an.
Und ja, ich denke, dass man das dann auch letztendlich in den Spielen und durch den sportlichen Erfolg dann sieht. Sportlicher Erfolg, du sagst gerade, überrascht dich der sportliche Erfolg in dieser Saison? Ja, mit Sicherheit war das nicht so zu erwarten, dass man 17 von 19 Spielen gewinnt. Aber auch das haben die beiden Jungs eben schon angedeutet. Wir müssen uns alles auch hart erarbeiten. Also es ist nicht so, dass wir das alles im Vorbeigehen machen. Wir haben halt ja, den Grundstein dafür in den ersten 6 Wochen gelegt, in der Vorbereitung. Und haben genauso zwischen den Spielen uns auch nicht blenden lassen von Ergebnissen, sondern haben auch gesehen, dass wir auch Spiele hatten, die man durchaus auch hätte unentschieden spielen können oder eventuell sogar verlieren können. Und ja, wir haben jetzt in den 2 Rückrundenspielen, beziehungsweise mit dem Pokalspiel ja auch schon 3 Mannschaften 2-mal gesehen. Und da hat sich halt auch schon angedeutet, dass es ja, eher schwieriger als einfacher wird. Und das wird uns auch in der Rückrunde erwarten. Also da wird uns keiner was schenken. Jeder will auch die Mannschaft sein, die uns dann noch schlägt. Und das wissen wir und dementsprechend hart werden wir auch weiterarbeiten. Im Sommer könnte ja jetzt unter Umständen wirklich die Rückkehr in die dritte Liga gelingen. Und wenn ihr das schafft, aber das wäre doch mal ein Grund, dann richtig zu feiern, oder? Ja, also anders als Paul bin ich dem Feiern überhaupt nicht abgeneigt. Also wenn es soweit kommen sollte, denke ich, werden wir euch auch alle daran teilhaben lassen, wie wir feiern. Und, aber wie ich gerade schon gesagt habe, soweit sind wir noch nicht, da müssen wir noch hart arbeiten. Aber sollte es soweit sein, werden wir, denke ich, schon was Cooles erleben. Wunderbar. Ist dir eigentlich bewusst, was es vielen CFC-Fans bedeutet hat, als du im Sommer mit den Worten geblieben bist, ich hoffe, ich zitiere richtig, ich möchte mich hier nicht mit dem Abstieg aus Chemnitz verabschieden. Solch eine Einstellung ist nicht selbstverständlich und deshalb wünschen dir die CFC-Fans wirklich ganz besonders, dass du als Aufstiegskapitän in die Clubgeschichte eingehen wirst. Ja, würde ich so gerne unterschreiben, wenn das, oder ich freue mich, dass es natürlich so gut angekommen ist und der Aufstiegskapitän zu sein, da hätte ich nichts dagegen. Wunderbar. Ja, dann danke für deine offenen Worte und weiter viel Erfolg. Danke. Digi, Paul, Dennis, wir bedanken uns, dass ihr euch die Zeit für die Gesprächsrunde genommen habt und wir verabschieden uns dann von der CFC-Fans daheim mit einem Gutgehen und himmelblauen Grüßen aus Siede. Tschüss. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.